Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Violetto. In der letzten Folge haben wir eine Niederlage erlitten. Und was machst du denn hier? Bist du ein Shiny? Ich kenne die ganzen neuen Shiny-Formen gar nicht, deswegen. Nö. Du bist normal. Dann möchte ich dich nicht weiter stören. Bisschen ungewohnt, dass du hier bist. Hab ich vielleicht jetzt Glück? Ist jetzt hier irgendwo ein Magneton? Ich glaube nicht. Ich sollte die Hoffnung aufgeben. Naja, bei dem auch sei. Ist ja eh gerade hier irgendwie nichts zu sehen. Wollte ich, nachdem wir die Niederlage gegen Pepper erlebt haben, einfach mal die Arenen weitermachen. Und zwar hier in der südlichen Zone. Azarilla Arena. Beweise dich in der Azarilla Arena. Leiterin der Azarilla Arena. Tulia, das magische Make-up-Wunder, setzt Psycho-Pokémon ein. Eine sehr starke Arena-Leiterin mit eigener Kosmetikreihe, für die sie auch selbst modelt. Tulia strebt im sämtlichen Bereich nach Perfektion und lässt im Kampf keine Gnade walten. Okay. Da haben wir auch den perfekten Typen am Start mit Unlicht. Dann können wir doch direkt mal dorthin gehen. Ich laufe trotzdem aber erstmal hier hin. Denn angeblich ist hier nämlich ein Magneton. Aber Magneton will einfach nicht. Bin ich nicht fair? Definitiv nicht. Los, Nebel, lasst euch nicht stören. Ich möchte nur das Item hier haben. Okay, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Eines Tages werde ich Magneton noch kriegen. Eines schönen Tages. Was ist denn hier? Wir haben schon lange kein Terrarait mehr gemacht. Was bist du denn? Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Deswegen nehme ich einfach mal Pflanze. Wird schon schief gehen. Wenn dann auch was kommen mag. Ja, du bist es. Da sind zwei mit Typ Pflanze. Vielleicht habe ich Glück. Ne, es hat Eis. Es hat Eis, es hat Eis, es hat Eis. Aber trotzdem, es ist sehr effektiv. Das heißt, es ist effektiv. Normal effektiv. Aber Blumentrick hat ja. Well. Na komm, von mir einfach. Dies was ja, schnell vorbei. Escalated quickly. Auch mal wieder ein Raid gemacht, ne? So. Und immer noch nirgendwo ein Magnet. Did.
Hallo, ne? Ich muss euch noch fangen. Ja, ich weiß, ich habe viele Blattbilder geholt. Chef vom das Ritt-Pokémon-Typ Pflanze im Herden bewohnen sie Gebirge. Der Anführer wird durch eine Kräftemessen bestimmt, bei denen die Anwärter ihre Hörner gegeneinander haben. Halleluja. Ich glaube, bei Streamlabs hat das jetzt gerade nicht komplett aufgenommen. Deswegen würde ich das doch mal lesen. Sorry dafür. Chefrum, das Ritt-Pokémon-Typ Pflanze in Herden bewohnt sie Gebirge. Der Anführer wird durch ein Kräftemessen bestimmt, bei dem die Anwärter ihrer Hörner gegeneinander rammen. Okay. Jetzt hat es auch ausgeschlagen. Mal gucken. Hier sind wir diese Hündchen-Pokémon. Die lebt aber ganz schön sehr am Rande. Ich habe ich schon. Auch die andere Entwicklung davon. Ich bin stark. Habe ich noch nicht gegen dich gekämpft? Hm. Ne, Magneton bin immer noch nicht. Ach, ich gebe auch irgendwie nicht auf. Naja. Okay, von Voltritt oder von hier können wir ganz schnell dorthin, würde ich mal sagen. Also fliegen wir dorthin. Vielleicht sollte ich mein Ziel auch festlegen. Es wäre vom Vorteil. Angeblich muss ich in diese Richtung. Okay. Ich vertraue mal auf das Spiel. Hallo, Wuffels. Na, wie geht's? Wie steht's? Eine Elektroball. Voila. Kann doch bestimmt jetzt hier hoch, ne? Wie war's mit Klettern? Wo kann ich gerettet, würde ich mal sagen. Ich verliere nie. Ich glaube, jetzt wird dann. Du hast gesagt, du verlierst nie, ne? Was sagst du denn zu meinem Level 55 Pokémon? Es gibt hier nämlich kein Level Scale. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, der geht darum. Oh Mann. Der tut mir schon fast leid. Der tut mir ja schon fast leid. Ich habe trotzdem mehr Energie als du, ja. Höchstwahrscheinlich. Bin noch vom Essen vollgefressen. Du bist dieses komische Krabbelfisch, okay?
Da vorne ist es gefährlich. Genauso gefährlich mit mir zu kämpfen. Das Gebiet da vorne ist gefährlich. Die Pokémon dort sind super stark. Oder hast du jetzt stärkere Pokémon? Nicht wirklich, ne? Du bist ja noch gefährlicher, danke. Also darf ich dorthin? Passere da voraus. Achtung, nicht zu Fuß erreichbar. Okay. Hallo, du Miesel. Euch habe ich schon alle. Ich habe ich noch nicht. Reflex. Okay. Riffex, das Punk-Pokémon-Typ Elektrogift Tiefform. Wenn es abgestandenes Wasser trinkt und Strom in seinem Körper erzeugt, erklingen rhythmische Geräusche, die an eine Bassgitarre erinnern. Okay. Bassgitarre. Es gab doch hier noch ein gelbes, genau. Das möchte ich gerne auch haben. Darf ich nicht? Defizit denn? Okay, Zauberplatz ist nicht sehr effektiv. Dann nehme ich mal die Samenbombe. Und da hoffe ich, dass es da richtig down geht. Wunderbar. Ach, das Elektro. Okay. Natürlich, ich hab's gerade gefangen. Kurze Gedächtnisfoto, würde ich mal sagen. So, ich hab doch noch Hyperbälle. No. Ich würde mal sagen, dann gehen wir hier lang. Ja, da ist auch ein Pokéball. Was gibt es denn hier zu entdecken? Hier schon mal nichts. Mullung. Ohne Ende. Hier geht's auch runter. Ein Sonderbonbon, okay. Wieder ein Dummiese. Drei Supertanker, okay. Habe ich schon aber. Mir fehlt die letzte Entwicklung davon. Okay, dann kletter ich halt eben hier hoch. Und fahre auch wieder zurück. Na, wie steht's? Wie geht's? Ne? War hier nicht irgendwo ein Trainer? Oh Gott, ich habe mich schon verlaufen.
Das sind Pokéball. Pokéball ist immer gut. Ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Schon wieder eine Miese. Ich habe schon. Das war vielleicht auch keine so gute Idee. Das war definitiv keine schlaue Idee von mir. Das überlebt. Okay. Dafür ist es zurückgeschickt. Fünf Fensterball, okay. Hier war doch irgendwo ein Trainer. Ich hatte echt, wo der Trainer war. Von da kamen wir, ne? Ich glaube, von da kam er. Dann sind wir hochgesprungen. Da ist der Trainer, okay. Ich sehe deine Zukunft. Soll ich dir vorhersagen, ob du es aus dieser Höhle schaffen wirst oder nicht? Oh ja, bitte. Ich habe mich jetzt schon verfahren. Nathaniel. Okay. Ein Elektroball. Das kriegen wir hin. Machen wir mal einen Next Strike. Wird das schneller? Okay. Das wird wehtun. Ich habe definitiv mehr Schaden gemacht als er mir. Machen wir nochmal einen Luftschnitt hinterher. Tja. Flug besiegt Elektro. Du schaffst es überall hin. Oh, danke. Aber sag mir jetzt bitte, wo der Ausgang ist. Spaß beiseite. So. Hier ist auch nochmal ein Pokéball. Aber ich glaube, auf sehr viele neue Pokémon werden wir hier nicht mehr begegnen. Pass auf, du Miesels. Ich bin einem Pokémon nachgejagt und jetzt finde ich den Weg nicht mehr. Dann sind wir ja schon zu zweit. Bist du mein leuchtender Stern in Not? Rusteka war, glaube ich, auf Pflanze, wenn ich mich recht erinnere. Könnte aber auch Stein sein. Waschmaschine.
Ich finde ja nicht mal den Weg zum Sieg. Waschmaschine, warte auf mich. Das ging schnell. Der ist auch schon mal in der Waschmaschine, okay. Es hat rote Beine. Hat das auch rote Beine? Drasche, das Durchsteher-Pokémon-Typ-Drache. Von ihm prallen jegliche Angriffe ab. Sein Körper ist allerdings derart solide und schwer, dass seine Bewegungen dadurch etwas träge werden. Hier sind auch rot. Okay. Hätte ja sein können, dass es vielleicht ein Shiny ist. Hätte Panzerkette, würde ich mal sagen. Denn ist auch schon mit einer Waschmaschine. Ich will doch nur aus dieser Höhle raus. Ich glaube, das hier ist eine Sackgasse. Da oben. Was ist das da oben? Sieht so aus wie. Warte zuerst. Kämpfe noch gegen dich. Die Schatzsuche macht so viel Spaß. Dich zu besiegen wird noch mehr Spaß machen. Mir wird es Spaß machen, aus dieser Höhle rauszukommen. Just saying. Okay, das könnte schmerzhaft werden. Doppelkick müsste eigentlich sehr effektiv sein. Ist es auch. Wir brauchen keinen Skrank. Die Muschel füllt uns auf. Was ist ein Mantidea? Ich will es gleich erfahren. Oh, du könntest so ein Typ Pflanze sein. Verlieren macht keinen Spaß. Ja. So, ich möchte danken. Da schnappe ich mir auch noch direkt diesen Pokéball hier. Und die TM, die ich noch gesehen habe im Augenwinkel. Fokusstoß. Das ist ein Pokéball. Da und da ist was. Okay, was ist denn hier? Ja, warte mal, sind wir hier einfach nur im Kreis? Und da unten ist ein digitales. Okay, das bist du. Und nochmal. Auf welchem Level bist du? Voilà. Das war mein Controller und Typ Geist, okay. Ja, und Licht, ja, gut. Der Kristallisierung und Luftschnitt.
Wie wir nämlich im Unterricht erfahren haben, müssen wir erstmal die Terra-Kristallisierung neutralisieren, damit wir es fangen können. Direkt besiegen werden. Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal eine Wirkungsdisattacke ansetze? Vielleicht hat dadurch auch die Terra kristallisiert. Ich möchte es ungern besiegen. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Aber so kann ich es nämlich nicht kriegen. Natürlich weiterhin. Abgesandtsbund. Kannst du gleich die Terra-Kristallisierung verdanken? Schön, dann nehme ich dich jetzt mit. Das kann natürlich jetzt dauern. Das ist not sehr effektiv. Hier könnte ein Fensterball eigentlich sehr gut wirken, ne? Meinen Sie bei einer Höhle? Oder auch nicht. Ich möchte da hingehen, das Fenster fangen. Der macht mein ganzes Ding kaputt. Ich möchte jetzt aber schon gerne mit dem Fenster anfangen. Ich finde das passend. Sieht er auch so. Hundemon, das Haar des Pokémon-Typ Unlicht-Feuer. Wenn andere Pokémon sein gruseliges Geheul hören, erschaudern sie und eilen Hals über Kopf zurück in ihren Unterschlupf. So, und dann möchte ich gerne einmal Beute, Leber, okay, bestimmt noch Feuerheiler, Lui, Feuerheiler, Lui. Und weil ich faul bin, mach mal den hier. So, und dann war da oben hier noch irgendwo eins. Ich glaube direkt dort oben, da leuchtet es nämlich so. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich da. Hier. Ui.
bestes Pokémon zum Abschluss der Folge. Bestes Pokémon. Oh, das hört sich nicht gut an. Nicht den Flug. Das ist ein anderer Flug, okay. Okay, damit kann ich leben. Das wird so ein OP-Nachtara, das kann ich jetzt schon sagen. Es wird, dass die Verteidigung dabei sinkt. Aber ich muss es. Bitte überleben. Okay, du überlebst. Okay. Bis im roten Bereich. Zu dir passt auch ein Fensterball. Fach liebst. Schnauze. Das weht. Nachtara, das Mondschein-Pokémon-Typ und Licht, die ringförmigen Muster auf seinem Körper beginnen bei Einbruch der Nacht zu leuchten, um all jene zu verängstigen, die sich ihm nähern. Okay. Das heißt, es fehlt uns doch jetzt nur noch eine. Nein, zwei Evoli-Entwicklungen, ne? Lalalala. Nanana. Wenn ich mal Evoli hier finden würde, da. Lamara und Felinara fehlen noch. Nur noch zwei, okay. Ich will mal sagen, das war doch perfekt zum Abschluss der Folge, ne? Ich halte noch nur kurz mein Team. So. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Ausgang hier ist. Ausgang, wo bist du? Ausgang. Ausgang. Wo ist die? Ausgang müsste hier irgendwo sein. Was ist ein Pokéball? Dann sammle ich das halt eben noch auf. Top Ether, okay. Ja, das auch noch ein. Muss ich haben. Oder habe ich das schon? Ich weiß es noch nicht mehr. Ich habe vergessen, was war. Nein, ich habe ich noch nicht. Okay. Aber das ist wirklich jetzt das letzte Pokémon, das ich heute fange. Oder besiege, weil theoretisch ist beides möglich, ne?
Du versuchst jetzt so zu fangen. Weil mit Flug mache ich es nämlich kaputt. Und ich muss doch Schaden machen. Ne? Ich versuche es einfach weiter. Vielleicht kommt ja ein Superwurf. Nein, komm. Komm. Tauchst du jetzt deine Weltkanzlerin hinterher? Das Spiel kann man auch weiterspielen. Solange du mich nicht angreifst, werfe ich Bälle. Okay, das wird wehtun. Ja, das sind noch Statusveränderungen. Ich dachte, das wäre eine Angriffsattacke. Doch, doch, das wäre eine Angriffsattacke. A und B funktioniert nicht als Normatus. Okay, der hat schon mal 3 Attacken, die keinen Schaden machen. Und ich hoffe, trotzdem noch bitte. Okay, riskier es, ich riskier es. Ich mache Fußkick. Okay, das ist nicht sehr effektiv und macht auch nicht viel Schaden. Darf ich dich jetzt bitte fangen? Das wäre sehr knorke von dir. Merci beaucoup. Okay, ich habe kein Magneton gefangen, aber dafür haben wir ein Nachtara. Und ein Meditalis. Das Meditations-Pokémon-Typ Kampf Psycho. Es weicht Angriffen mit tänzischer Eleganz aus, um anschließend aus derselben Bewegung heraus mit einer verheerenden Attacke zuzuschlagen. Heute ist der Tag des Tanzes, wenn man die nächste Bayonetta-Folge sieht. Mit dem Titel Die tanzende Zombie-Apokalypse. Ich schaue mich noch kurz hier nochmal kurz um. Ob ich den Ausgang je finden werde. Das und vieles mehr erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich an dieser Stelle, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt auf Daumen nach oben, abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Violett. Bis dahin, tüdelü.